Hallöle, danke fürs erneute Einschalten. Dieses Video soll sich dann um Danaria drehen. Viel Spaß. So, herzlich willkommen in Danaria. Die zweite große Karte hier mit 4.0. Eine dritte gibt es dann noch, die ist allerdings nicht ganz so groß. Jetzt befinde ich mich hier gerade schon beim Trade Broker, also beim AH. Sieht man hier schon, ein nicht anzugreifender Asmo. Sehr seltsam. Geht man hier raus. Kommt jetzt die Meldung, dass sie angegriffen werden können. Und zwar ist das hier auch so. In Gesamt-Danaria ist man angreifbar, außer in diesen kleinen Teleportpunkten, die ich schon vorgestellt hatte. Das sieht man hier zum Beispiel. Beziehungsweise ist das sogar eine Questregion da gerade. Die einzige eigentlich, die ich kenne hier. Zum Beispiel hier und dort. Da sind überall diese ganzen Teleportpunkte. So, jetzt könnte ich auch hier jemanden angreifen. Werde ich nachher auch einmal vorführen. Wenn ich das allerdings tue, vielleicht macht er das ja jetzt mal. Nee, leider nicht. Wenn ich das tue, greifen mich automatisch diese Mobs hier an und würden mich instant verwandeln und dann töten. Da kann ich leider auch nichts gegen machen. Das ist jetzt hier sozusagen die Hauptstadt, regiert von den Schugos. Sehr spartanisch alles gehalten, alles extrem verwinkelt. Man kann viel über Gleiten machen. Wenn man allerdings erstmal irgendwo da unten drin ist, dann kommt man da auch wieder raus, muss allerdings durchaus eine ganze Weile laufen. Man sieht das ja hier schon, überall sind Wege unten lang. In den ganzen Häusern, in denen es irgendwas gibt, kann man sich durchaus hinstellen und AFK gehen. Da wird man nämlich nicht angegriffen, wie zum Beispiel im AH. Oder auch bei irgendwelchen Münzhändlern oder was auch immer. Hier an solchen Plätzen sollte man allerdings vermeiden zu stehen, weil hier nur Putz langlaufen. Und zum Beispiel hier vorne an dieser Stelle ist sehr viel Platz. Da kann der Gegner auch durchaus mal ein paar Meter laufen. Da sollte man vorsichtig sein mit einem hohen Rang und sich dann nicht unbedingt AFK hinstellen. Da wird man dann gern mal weggehauen, solange wie die Putt hier noch nicht oben ist. So, geben tut's hier in der Stadt ansonsten nicht sonderlich viel. Das übliche halt, es ist sehr viel Platz für sehr wenig eigentlich. Da gibt's ein AH, hier haufenweise Händler, die man nicht wirklich braucht. Dann natürlich gibt es auch hier irgendwelche Eintauschdinger, die ich jetzt nicht unbedingt vorstellen möchte. Hier oben befindet sich dann die Steel Rose, also das sozusagen das neue Stahlhake eigentlich. Es ist vom Prinzip her genau das gleiche. Man befindet sich auch auf diesem blöden Schiff und macht dort vom Prinzip her nichts anderes, als die gleichen Mobs zu hauen, sogar wirklich mit der gleichen Karte, die dort ist. Es ist extrem langweilig, gibt extrem wenig EP, also man kann es auch nicht fürs Leveln benutzen. Werde ich deshalb auch nicht mehr weiter vorstellen. Ich habe einmal die Solo-Ini ausprobiert und ja. Muss ich nicht haben. So, dann weiter. Es gibt hier diverse Windstreams. Einer geht hier vorne direkt los. Der geht dann hier einmal bis hinten zu den Bases lang. Das sind zwei Stück. Dann gibt es hier oben noch einige. Danaria im Allgemeinen sehr angenehm. Das hier ist so die Asmo-Seite. Jetzt hat man hier auch das gesehen. Also hier gerade zum Beispiel ist auch kaum ein NPC im Weg. Da kann er mich dann gerne mal angreifen. Wenn ich mich dann natürlich ein paar Schritte in die Richtung bewege, wird er sofort weggemacht. Also vorsichtig. So, weiter im Text. Das hier ist die Asmo-Seite. Da war ich dementsprechend auch noch nicht wirklich. Hier die Ilios-Seite. Das hier ist eigentlich das Camp, in dem ich mich hauptsächlich immer binde. Werde ich gleich auch noch zeigen, wieso. Dann gibt es hier Windstreams in beide Richtungen. Von dort aus kommt man dann direkt hier in den nächsten Windstream, kann dann zu den Camps. Hier über die Fläche einmal laufen, das ist so eine große Eisfläche. Dann kann man hier in die beiden Windstreams. Kann ich dann auch noch zeigen. Und dann hier runter. Und natürlich gibt es auch immer noch diese Portmöglichkeiten zwischen den einzelnen Camps. Und, ach, jetzt wurde das leider gerade eingenommen. Ich hoffe mal, dass das gleich noch da ist, ansonsten werde ich das nachreichen. Da kann man dann nämlich zwischen den einzelnen Camps hin und her porten. Und hier in Danaria ist das wesentlich besser gelöst
als in Katalan. So. Jetzt könnte ich zwar den Windstream hier nehmen, ist allerdings relativ unspannend, deswegen zeige ich einfach mal, was ich meinte mit den NPCs hier, was dann passiert. Nicht wundern, also das ist jetzt geplant. So, bin ich sofort verwandelt, werde rangezogen und tot. Also, genau so sieht das Ganze dann aus. Ich bin jetzt netterweise auch schon unten gebunden, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich hier. Jetzt sieht man hier auch schon, dass hier, wenn man in ein Gebiet kommt, in dem man das noch nicht abgeschlossen hat, ein Urgent Order auftaucht. Das ist eine Daily, die man in jedem der Camps machen kann. Also die Camps, die haben bestimmt gewisse Regionen und wenn man dort reinfliegt oder reingeht, dann startet diese Daily. Kann man halt einmal machen, muss man einen Asmo für töten in diesem Gebiet oder dann halt einen Ilios. Je nachdem. Und bekommen tut man dafür 3 Bloodmarks. Werde ich auch noch mehr zu sagen dann. So, jetzt weiß ich leider nicht, woher ich diese große Sickness habe, aber naja, egal, muss ich jetzt mit klarkommen. So, mobtechnisch sieht das Ganze in Dannaria auch einiges besser aus. Hier ist jetzt auch relativ wenig los. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, aber es ist wirklich nicht viel im Vergleich. Und hier kann man ganz gut PvP machen. So, hier jetzt in dem Camp, in dem das uns gehört, Soaring Archway, gibt es dann den Eingang zur Sauro Military Supply Base. Ist wohl eine relativ schwierige Ini, zumindest der Endboss. Ich war leider noch nicht drin, hatte bisher noch keine Gelegenheit dazu. Hier steht dann auch wie üblich so ein Teleporter rum. In diesem Fall kann ich jetzt zurück zur Base, dann hier oben zu den Festungen und hier nach rechts auf die Seite. Also das ist ja schon allein wesentlich besser gelöst, 3 Teleportpunkte. Ich werde jetzt allerdings mal in mein Hauptcamp nach da oben fliegen, dorthin, und euch dann mal zeigen, warum das so gut geeignet ist. Auf dem Weg dahin sage ich vielleicht noch was zu den Festungen. Leider kann ich da jetzt nicht rein. Es gibt in den Festungen gibt es auch Innis, die sind ja wohl nicht unbedingt schwierig, aber es gibt noch eine etwas verbesserte Variante von den Drops her und so weiter für die Legion, die die ganze Festung eingenommen hat. Das ist dann ein extra NPC, der da einfach rumsteht. Kann ich jetzt natürlich leider nicht zeigen. Ist aber auch nicht unbedingt spannend, sonst die Festung. In dieser Festung hier kann man komplett fliegen, in dem ganzen Gebiet, werde ich auch gleich noch zeigen. Und die Festung hier ist ein, ja, riesengroße planare Ebene. Mit Festungsmauern natürlich. So, dann fliege ich einmal kurz hoch. Das Ganze dauert auch wieder eine Weile, werde ich dementsprechend auch überspringen. Nur der Flug hier hat jetzt auch wieder eine halbe Ewigkeit gedauert, also am besten einfach ausloggen in der Zeit. Und dann geht das Ganze doch wesentlich schneller. Das ist jetzt hier ein ziemlich großes Camp. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man hier von Asmus angegriffen wird oder Ilios auf der anderen Seite. Hier gibt es zum einen einen Seelenheiler, was praktisch wäre. Dann steht hier im Normalfall, wenn wir Festungen haben, ein Festungsteleporter, mit dem ich zu beiden Festungen kommen kann. Hiermit kann ich natürlich fliegen. Zum einen nach da oben, von wo aus ich dann in den Windstream hüpfen kann und dann hier über den Stream in die Mitte komme, zum Beispiel. Zum anderen kann ich da unten hinfliegen, wo ich gerade war. Und da hat man dann gesehen, wo ich da alles hinkomme. Des Weiteren steht hier auch noch ein Base-Teleporter. Und da kann ich auch wieder zu zwei Bases teleportieren. Und zwar ist das einmal hier oben, Starlit Grove, was ich schon gesagt hatte, wo man dann auch die Skills für Bloodmarks kaufen kann. Und Desolation's Edge. Und da werde ich jetzt einmal hin teleportieren. Und dann zeigen, wo es von da aus hingeht. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt nicht überfallen werde. So, hier natürlich auch immer ein bisschen was los. Die Weeklies sind gerade ganz neu. Es ist zwar mitten in der Nacht bei denen, aber auf dem amerikanischen Server spielen so viele internationale Leute, dass das wirklich nicht auffällt und man wirklich den ganzen Tag über irgendwas findet. Lediglich die Stammgruppen werden natürlich weniger. Also wenn ich jetzt mal in die Gruppensuche gehe, dann ist das fast leer.
So, hier dann wieder der Teleporter. Und zwar kann ich jetzt von hier aus einmal nach Stonewatch. Das heißt einmal hier, aber komplett auf die andere Seite. Und dann nach hier unten teleportieren. Wenn ich jetzt hierhin teleportiere, poppt natürlich auch wieder überall die Quest auf. Ah, da haben wir sogar ein paar Leute aus der Legion, die hier gerade die Weekly machen. So, dann haben wir hier auch wieder eines der Veteranen-Camps. Ich stelle die ganzen Camps und Bloodmark-Sachen und so weiter schon noch vor. Keine Sorge, jetzt kommt erstmal nur die Karte. Hier gibt es dann einen Eingang zu den Idian Deaths. Das ist die dritte Karte. Sieht man dann hier, die ist hier gelegen, die ist ab 65 erst erreichbar. Vorher geht da gar nichts. Und hier haben wir dann wieder einen Base-Teleporter. Und von da aus komme ich dann hier oben nach Starlet und wieder zurück. Starlet bringt mir jetzt leider nicht viel, ich kann aber trotzdem mal hin teleportieren. Von da aus komme ich jetzt nämlich nur ja, zu dem Asmo-Camp hier. Und hier habe ich ja sogar die Daily schon gemacht, also von daher bringt mir das jetzt leider gar nichts. So, dann werde ich einmal kurz Return ziehen und euch einmal noch kurz das Fluggebiet zeigen. Und dann soll es das eigentlich auch schon hierzu gewesen sein. Ansonsten gibt es hier nicht sonderlich viel weiter, was man noch zeigen könnte. Die ganzen Innis, die sind halt für mich noch nicht wirklich drin gewesen. Werde ich noch versuchen zu machen, aber ich denke mal nicht, dass das klappen wird. Dann müsstet ihr dann eure eigenen Erfahrungen machen. Aber ich denke mal, das wird sich auch, also es wird auch nicht so sonderlich schwierig sein. Was mir aufgefallen ist, extrem nervig hier mit 4.0 sind diese doofen Büsche. Und wenn er denkt, kann ich einfach durchlaufen, so wie immer? Ja, Pustekuchen. Da bleibt man dann hängen. Und ich bin auch schon zweimal deswegen von Asmus verfolgt und gekillt worden. Sehr nervig. Aber naja. So, kommen wir zum Fluggebiet. Jetzt leider beide Bases von den Asmus eingenommen. Soll aber nicht weiter stören. So, sieht dann so aus. In der Luft natürlich keine Mobs, zum Glück. Am Boden dann allerdings schon einige, aber die behindern einen eigentlich ganz, ganz wenig. Hier auf diesen ganzen Inseln, da kann man auch landen und dann fighten, wenn man das möchte. Und hier befindet sich dann die Festung. So, jetzt habe ich leider im Moment einen extrem schlechten Ping, weil ich gerade das andere Video, was ich gerade gemacht habe, hochlade. Gucken, ist es vielleicht schon fertig? Ah, es ist sogar schon fertig. Also der Ping hält sich jetzt sogar in Grenzen. So, hier sind dann auf jeden Fall überall Elitewachen in der Festung. Man kann hier auch reinfliegen. Das ist eigentlich ganz nett, aber hier steht eigentlich nie einer rum. Von daher braucht man da jetzt nicht unbedingt reingucken. Es kann mal sein, dass man da so einen High Rank erwischt, aber dann, ja gut, selber schuld. Da sollte man sich auch genauso wenig wie in diesen freien Gebieten AFK hinstellen. So, Luftfight vielleicht noch kurz mit dem Gunner. Ist extrem geil, hatte ich schon gesagt. Macht eine Menge Spaß. Vor allem, weil man durch den Flugzeitdiebstahl extrem viel reißen kann. Gucken, ob ich vielleicht ein besseres Target erwische als zwei Mages. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, wie gesagt, sehr schön. Kann ich jetzt natürlich nicht parallel kommentieren. War auch ein netter Gottschein-Proc, glaube ich, der den jetzt umgehauen hat. Ja. Aber er wäre auch so tot gewesen. Also Silence war drauf. Da wäre jetzt nicht mehr viel gekommen. Nichtsdestotrotz, Luftfight mit dem Gunner, sehr, sehr schön. Hier vor allem an den Bases, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Mobs, die klauen gerne Flugzeit. Allerdings steht auch hier in der Mitte jetzt zum Beispiel nichts rum. Also der Typ, der da jetzt gerade steht, den könnte ich gut und gerne jetzt einfach wegballern. So, dann doch nochmal kurz, damit ihr euch so ungefähr ein Bild davon machen könnt,
hier diese großen Ebenen auf der anderen Seite der Map, also hier unten, und die Festung da oben. Also es ist fürs PvP ist Danaria deutlich die bessere Karte, zumindest wenn man solo irgendwo rumrennen möchte. In der Gruppe macht es eigentlich keinen Unterschied. Was mir am besten gefällt, ist, dass es hier kaum Zonen gibt, in denen man nicht angegriffen werden kann. Und ja, die ganzen Camps sind doch einfach wesentlich günstiger gelegen. So, dann soll es das aber hierzu eigentlich gewesen sein. Denn werde ich jetzt als nächstes mal die Bloodmarks vorstellen. Ich denke mal nicht, dass es heute noch klappt. Ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß beim Warten und lasst euch nicht zu langweilig werden. Wer das noch sehen möchte, ich renne jetzt hier einmal in die Festung der Asmus rein und zeige mal, warum man hier vielleicht auch nicht unbedingt AFK in der Festung rumstehen sollte. Wer das nicht sehen möchte, das war's an dieser Stelle. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschö. Thank you.